Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Retro-Game. Also ich würde es Retro nennen, weil es schon ziemlich alt ist. Es ist Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Und ich spiele das jetzt nicht von Anfang an, weil ich es halt schon so oft von Anfang an gespielt habe. Ich habe gestern wieder ein bisschen gezockt. Und ich wollte heute einfach mal ein bisschen aufnehmen, wie ich das weiterspiele. Ich habe das ganze Spiel leider auf Englisch. Ich habe da früher auf der Playstation auf Deutsch. Ich muss den Sound mal bei mir ein bisschen leiser machen. So. Und ich muss jetzt schon gegen Isis kämpfen. Und wow. Das sind echt schöne Pixel, die der im Körper hat. Und ich muss sagen, ich verliere immer gegen Isis. Die ist einfach so stark. Hier ist mein Deck. Ganz viele tolle Karten. Und wollen wir direkt mal beginnen. Wie gesagt, das Spiel ist... Ich glaube, das war das erste Spiel, weil ich so richtig gesuchtet habe. Ich habe die Spiel immer gefeiert. So, dann legen wir direkt mal den verdeckten Verteidigungsmodus. Minus. Hier gibt es nämlich auch noch, dass man die Karten kann, haben immer zwei Sternzeichen. Man kann aussuchen, welches man nimmt. Und dann ist das halt mega krass, weil dann kriegt man immer 500 Attacke, wenn das besser ist. Und man kann fusionieren oder auch verkacken. Habe ich jetzt aber extra gemacht, weil dann kriege ich zwei neue Handkarten und das ist natürlich super. Für jeden, der Yu-Gi-Oh! Nicht kennt, ich weiß nicht. Und natürlich hat sie direkt so ein übelstes Monster da liegen. Das war irgendwie klar. Ich lege jetzt Raigeki. Naja, Raigeki setze ich noch nicht. Ich setze das erst verdeckt. Vor allen Dingen, so wie ich die gerade hingelegt habe, hätte der Gegner es locker sehen können. Aber naja, lassen wir das mal da. Ah, okay. Komm, greif bitte nicht an. Ja. Nice. Ich greife jetzt mal die Lebenspunkte an. Ein direkter Angriff auf deine Lebenspunkte wird jetzt gemacht. Oh ja. Erstmal mit Raigeki die Karte zerstören. Und jetzt mit den beiden angreifen. Und direkt mal 2600 Lebenspunkte dem abziehen. Das ist doch schön. Weiter geht's. Oh nee. Oh nein. Und wieder volle Lebenspunkte hat er. Scheiße. Ich mache immer alles Fusion, weil ich brauche halt neue Karten und dann geht das so am schnellsten. Kriege ich da mehr? Nee, kriege ich mit dem mehr? Nope. Ich kann es trotzdem probieren. Ich wette es. Ja, war mir klar. Ich hätte in Verteidigung legen sollen. Ah, verdammt. Dann gucken wir jetzt mal. Okay. Ich glaube, die beiden kann man fusionieren. Ja, wusste ich doch. Genau zu dem Freaken. Nein, Jupiter war gut. Nee, das war gut. Ja. Ich hab's raus. Jetzt kann ich ihn wieder angreifen. Die wollte ich sagen, tut mir leid. Aber ich wette, die legt gleich Umi, also Spielfeldkarte, da kriegen alle Wassermonster mehr. Und dann legt ihr einen Drachen. Au. Ja, das ist schon ein Problem. Okay, aber jetzt kann ich mal kurz was ausprobieren. Und zwar geht das bei dem. Scheiße. Pluto. So, greifen wir den an. Und wieder zerstört. Und wieder Lebenspunkte angreifen. Die darf jetzt nur nicht ihren Scheiß Eisdrachen legen, weil dann macht die mich damit fertig. Greift jetzt an. Jo. Ah, okay. Das geht noch. Damit habe ich kein Problem. Aber ich hätte jetzt am liebsten... Ach, scheiße. Ich muss nochmal fusionieren, weil ich brauche eine Karte. Dann könnte ich im nächsten Zug vielleicht sogar schon gewonnen haben. Wenn die jetzt nichts übelst Starkes legt. So. Sieht schon mal relativ gut aus. Es wundert mich, aber ich wette, die zerstört jetzt. Wenn die jetzt den Typen zerstört, habe ich verloren. Okay. Es kann sogar sein, dass ich jetzt. Komm, Glück, Herz der Karten. Das hier funktioniert aber auch. Aber ich mache den hier zuletzt. Ich weiß nicht, was rauskommt. Ah, genau! Ja, doch, der. Ja, nice. Ich weiß nicht, warum ich immer so Probleme hatte. Ich habe gestern bestimmt 10-mal gegen die gekämpft und jedes Mal verloren. Das ist nicht ein Wunder. Hab mir das gerade mal kurz gespeichert. Ich weiß nicht, ob da gerade irgendein Blackscreen oder sowas kam. Eiswasser.
Eine sehr schöne Karte. How could I lose? Weil ich besser bin. Was war das denn? Hier kann man nämlich die Millenniums-Gegenstände, für alle, die es kennen, fängt man so Karten ein und das ist mega cool. Ja, ich muss das Finale safen. Oh, ja. Erstmal speichern. Und jetzt kann ich Leaf Shop machen und direkt gegen den letzten kämpfen. Ich glaube, das ist Kaiba. Oder ist das Marek? Ja, Kaiba. Das wird jetzt schwer. man kann auch freie Duelle machen gegen die, die man schon gespielt hat. Da hat man auch einen Kaiba, da mal den alten Seto. Für alle, die Yu-Gi-Oh! Kennen. Ich hoffe, es sind viele, die die Serie damals geguckt haben. Das war eine tolle Serie. Ich kann gerade nichts fusionieren. Dann lege ich erstmal die verdeckten Verteidigung. Jupiter. Weiter geht's. Komm, Seto, was machst du? Du legst deine Karte verdeckt. Boah, bist du krass. Und jetzt kann ich mir die mystische Sandhexe machen. Bam. Mystical Sandwich. Merkur. Jetzt greife ich erst mit dem an, weil dann aktiviert sich die Falle. Ist keine Falle. Nice. Und jetzt mit der. Im nächsten Zug legt er wahrscheinlich einen dreiköpfigen Ultradrachen. Das wär's einfach. Das wäre nicht schön. Oh oh. Nein! Nein! Warum? Ich hatte gerade meine mystische Sandhexe. Wie viel hat das Viech da vorne? 1000. Und ist vom Typ, da brauche ich Pluto. Habe ich einen Pluto hier? Nee. Aber ich mache jetzt wieder eine Allesfusion. Das ist das Dümmste, was man machen kann eigentlich. Aber auch wieder klug, weil wir brauchen ja neue Karten. Und weh, der kriegt jetzt... Nee, aber den lasse ich... Nee, den leg ich... Ja, ich lasse ihn im Angriff. Dann muss er den damit zerstören. Oder er zerstört... Nein, nicht den Truthahn. Nein. Nee, ich möchte das so nicht. Nee. Also, nee. Mm-mm. Nicht Kaiba. Verdammt. ich glaube, die beiden kann man miteinander kombinieren. Nee, warte mal. Die beiden kann man miteinander kombinieren. Nee, doch nicht, scheiße. Krieg ich gegen irgendeinen mehr? Nope. Und ich habe im Prinzip im nächsten Zug schon fast verkackt. Ich bräuchte jetzt Rageki auf der Hand. Das wäre sehr hilfreich. Ja. Ah, Kaiba ist so stark. Das ist so schlimm. Wenn ich hier nach verliere, dann werde ich noch einmal versuchen. Ich könnte jetzt was machen. Doch. Oder, warte mal, was ist der? Ist da... das ist Mars. Gegen Mars, da muss ich jetzt mal ganz schnell, ganz schnell gucken, dass ich das mit dem Handy gegoogelt bekomme. Weil ich musste jetzt echt planen, was da gut gegen ist. Sonst habe ich echt verkackt. Forbidden Memory. Sternzeichen. Okay, einen Moment. Da. Jetzt lad schneller Seite. Ach, komm schon. Warum muss ich denn jetzt immer so viel Werbung? Gegen Mars ist gut. Neptun. Das hat auf keinen Fall der Flammenzebraus. Aber das ja das, deswegen lege ich das jetzt verdeckt in Verteidigungsposition. Weil dann hat er vielleicht Angst. Aber ich habe im nächsten Zug eh verloren. Ja, ich habe jetzt verloren. Oh nee. Da hat man gerade gesehen, da bekommen die mehr. Oder hat man ja eben auch schon gesehen, bei Isis. Verdammt. Ah nee. Der ist stark, das muss ich echt zugeben. Der ist richtig stark. You lose. Oh nee, Winner ist der Kaiba. Oh nee. Nee, nicht Kaiba. Ach, komm schon, halt's Maul, Kaiba. Ich möchte jetzt nochmal gegen dich kämpfen, bitte. Load. Yes. Jetzt habe ich nicht gespeichert. Doch, habe ich. Kampagne. Was ich machen möchte. Ich will dich...
Fragezeichen. Well, this is it. Our finalists are the amazing Kaiba and the undefeated Yugi. Mein Millennium Rot ist sie meine Eltern. Bedroht wispest du mir, der must defeat you. Yugi, prepare to lose. Guck mal, wie toll ich Englisch kann, Leute. Ah, ich wollte mir gerade eigentlich noch das Eiswasser angucken, wie das aus... wie stark das ist, aber ich glaube, das war mega schwach. Ich muss gegen Kaiba jetzt echt vorsichtig vorgehen. Ich weiß, dass man die beiden machen kann.